Die Hotelfachschule Lausanne ist auf Besuch im Hotel Storchen in Zürich. Dort servieren die Studenten den Gästen während 2 Tagen kulinarische Köstlichkeiten. Mit dem Michel Rocha war auch der CEO der EHL Group vor Ort. Er hat Spannendes zu erzählen über aktuelle Herausforderungen und Neuheiten auf dem Campus. Herr Rocha, wieso denken Sie, dass aktuell, wo der Tourismus in einer der größten Krisen steckt, ein guter Zeitpunkt ist, um die EHL in Lausanne zu besuchen? Ja, eine Krise ist manchmal oder immer eine Gelegenheit. Wir müssen lernen, was passiert heute, was sind die neuen Tendenzen und neue Studenten ausbilden, um eine Antwort zu geben. Aber Opportunitäten gibt es schon. Wie unterstützen Sie die Studenten bei der Stellensuche und wie sind aktuell die Aussichten? Ja, die Aussicht im Ausland ist gut. China zum Beispiel, das ist eine riesige Marktentwicklung im Tourismus, aber innen China. Wir unterstützen unsere Studenten mit Praktikum. Wir finden sie müssen 6 Monate Praktikum machen und für das finden wir für unsere Stunden fast ohne weiteres alle Praktikum. Welche Projekte hat die EHL in der Pipeline? Ha, ein riesiges. Die Eröffnung von unserem Campus in Singapur. Und das ist für uns eine riesige Gelegenheit, um Tourismus und die Schweizer Image zu promovieren. Und dann wissen Sie, die Studenten hätten die Gelegenheit, 6 Monate in Singapur zu verbringen und 6 Monate in Lausanne. Und mit das eröffnen wir Brücke zwischen Regionen und Städten. Und für das, das ist eine Gelegenheit, etwas zu entwickeln, sicher. Und Sie werden doch auch noch den Campus in Lausanne eröffnen im Juni. Ja. Was wird neu sein dort? Ah, das Campus wird ganz erneut und ganz modern. Und das Campus wurde von Studenten, Architektstudenten entwickelt und für Studenten vom EHL. Und diese 2 Architekten, einer von Brasilien und der andere von Portugal, sie waren 23 Jahre alt und haben etwas ganz für junge Leute entwickelt. Und sie müssen das unbedingt besuchen.